So, das heißt, wir verlassen Koyokuhiki und fahren nach Krummsporn. Da treffen wir uns mit Aldis Kontaktperson, die soll uns helfen. Ja. Die Sklavenfestung, dem Erdboden gleich zu machen. Von mir aus graben wir den Tunnel drunter, stopfen die mit Sprengstoff voll und jagen sie allerhelms klamm ins nächste Universum. Aber wahrscheinlich geht's nicht so einfach. Wahrscheinlich müssen wir einfach reindringen und alle umbringen. Also alle Sklavenhändler. Weil sie haben wahrscheinlich auch Sklaven da drin, die wir befreien müssen. Gut. Hier haben wir alles aufgedeckt. Das heißt, wir haben nur noch wirklich den Bereich hier. Berkanas Observatorium, Motare Okosi, das sind die zwei Sachen. Rückzugsort der Ausgestoßenen. Und ja, die Insel können wir noch überhaupt nicht betreten. Hier ist die Defiant. Und hier mit dem Wald können wir auch irgendwie nichts anfangen. Mann, das sind eigentlich zwei von den Sachen, die wir kartografieren sollen. Familienstolz, grausame Ladung. Brennende Sandbänke. Ach, Nordosten. Also in die Richtung hier. Krummspornpark Petin. Und Kopfgeldjäger, der Thronanwärter. Östlich von Bagrans-Szenen. Ah, den da können wir jetzt auf Krummsporn abmurksen. Ja, das ist östlich. Das ist östlich. Auch im Osten. Auch im Osten, okay. Also. Geht es jetzt nach Krummsporn? Oh Mann, was wir wohl noch nicht gemacht haben, fällt mir gerade so ein. Übrigens, Krummsporn ist ja auch noch zweigeteilt. Also einmal können wir hier bei Krummsporn anlegen. Ja, verletzte Mannschaft, das ist immer noch so ein blödes Problemchen. Oh, wir können aber auf jeden Fall dem Schrein beten. So, legen wir hier an. Ja, stiller Drogas. Das ist der Typ, den wir jetzt über den Jordan schicken müssen. Mal gucken, wie einfach oder schwierig das geht. Und dann ist unser nächstes Ziel Krummsporn. Oh, das sind betende Mönche, oder? Ja, Söldner Medium, Söldner Mönche. Okay, wir können nur von Norden angreifen. Oh, Tekeo will durchs Unterholz.
Wait. Look there. Stand together. Ouch. Ich glaube nicht, dass der sonderlich gefährlich ist, der Typ. Ja, Drückers der Asket. Das war mal etwas zu einfach, würde ich sagen. Wir haben uns ja richtig durchgemetzelt. Er verliert Rüstungswert gegen Frostangriffe, der sicher. Wenn der Träger Gesundheit verliert. Schockangriffe, wenn der Träger Gesundheit verliert. Na, nicht so wirklich toll. Außergewöhnlicher Kampfstab, Lederrüstung, Vorahnung. Kopf, ich gewinne. Zahl, du hast verloren. Erlaubt es den Träger tödliche Angriffe vorauszusehen, bevor sie stattfinden. Verringert den Schaden der ersten kritischen Treffer während eines Kampfes enorm. Erlaubt es dem Träger, die Verteidigungsweise des Gegners vorauszusehen. Erhöht den Schaden der ersten ausgeteilten kritischen Treffer während des Kampfes enorm. Jetzt nicht ganz so wirklich toll. Und ja, die waren nur dürftig ausgerüstet. Mal gucken, entweder kann ich an dem Schrein beten und rasten. Oder ich kann an dem Schrein medizinische Vorräte vielleicht kaufen. So. Wasser hier drüben einsacken. Ja, das hat gut. Das Gebiet absuchen. Nichts vom Wert. Geld in Form von Muscheln. Der einfache Brigantine. Ring des geringen Schutzes. Nichts vom Wert. Eine gute Lederrüstung und das war's. Gut. So, du bemerkst einen kleinen Pavillon etwas abseits vom Wege, dem eine große verwitterte Statue aus Stein steht. Es scheint sich um einen Hoana-Schrein zu handeln. Die Umgebung untersuchen. Die Statue ist ebenso sauber gut gepflegt wie die Umgebung. Wahrscheinlich brauchten die Leute dieser Gegend den Schrein oft. Besuchen die Leute den Schrein oft und kümmern sich darum. Du siehst dich um und entdeckst jedoch niemand in der Nähe. Dich dem Schrein nähern. Ja, wir haben hier niemanden mit Religion, oder? Die Handwerkskunst der Statue, wie hoch muss er sein? Religionscheck 15. Die Handwerkskunst dieser Statue ist bemerkenswert, aber der Zahn der Zeit hat sicherlich an ihm genagt. Den Schrein hinter dir lassen. Ja, Fehlschlag. Also kann ich hier nicht beten. Außer ich hätte Xoti dabei. Hühnerfalt und Ignons Dickicht. Ach, ein geordneter Friedhof, okay. Von Valianon.
Ja, höchstwahrscheinlich werden Leute nur in Nikataka geheilt, wenn ich dort am Hafen anlege. Okay, komm, Sporn. Maya hat einen Stufenaufstieg. Wir haben einige Quests, die sich aktualisiert haben. 3 Stück. Grausame Ladung. Ein kluger Vorschlag und Krummsport-Lehrräumen und Maya Stufenaufstieg. Ruhig auch mal überleben auf 10. Sprengstoffe höher. 1 Punkt. Was nehmen wir denn? Ja, nehmen wir mal unheimliches Glück. Das klingt gut für einen Fernkämpfer. Are you there? Psst, Lovesome. Chance of Gander this way. Hey du, da bist Herzchen, wirf mal einen Blick in die Richtung. Eine Händlerin mit sonnenverbrannter Haut und strohblonden Haar, das los in einem herabhängenden, unordentlichen Knoten zusammengesteckt wurde, winkt eifrig mit den Händen, um deine Aufmerksamkeit zu erregen. In ihre Richtung blickelt. Sie lächelt dich wissend an und schaukelt auf ihrem Fersen und wartet einen Moment, bevor sie weiterspricht. Aus der Nähe kannst du sehen, dass ihre Nase und Wangen mit Sommersprossen übersät sind. Sie dreht ihren Kopf zur Seite und erhält einen guten Blick auf die Narbe, die sich von ihrer rechten Schläfe bis zum Mundwinkel zieht. Dachte mir, dass das deine Aufmerksamkeit erregen würde. Now then, you must call me Seafall. It's a pleasure to make your acquaintance, Jim. Also, du musst mich Seafall nennen. Es ist meine Freude, dich kennenzulernen, mein Herr. Sie streckt dir eine schwierige Hand entgegen. Have a look-see. You won't find a grander market for your labor needs than Crookspur, nor finer illusion wares than mine. Schau dich ruhig um. Du wirst keinen größeren Markt für Arbeitskräfte finden als Krummsporn und keinen besseren Ausflugs. Und keine besseren Ausflugswaren als ich meine. Was sind Ausflugswaren? Lockpicks, Noisemakers, Chisels und Crowbars, Maps, Compasses, Hardtacks, Spyglasses, Potions of Invisibility. Dietriche, Krachmacher, Mais und Brechstangen, Karten, Kompasse, Schiffszwieback, Fernrohr, Unsichtbarkeitstränke. Sie zählen die Gegenstände an ihren Fingern auf. Your typical basic expected survivalist gear. Du weißt schon, die typische grundlegende Überlebensausrüstung. Sie lächelt süßlich und blinzelt mit großen und unschuldigen Augen. Für den mutigeren Reisenden. Wenn ich wetten würde, würde ich sagen, dass Eldis dich geschickt hat, um mir dabei zu helfen, solche Reisenden auszustatten, ei? Die Händlerin rutscht näher heran und sieht sie verschwörerisch um, bevor sie mit leiser Stimme fortfährt. Während meines Aufenthalts hier habe ich Anzeichen illegaler Aktivitäten beobachtet. Welche Art illegaler Aktivität? Slaves, that oughtn't to be slaves. Sklaven, die kleine Sklaven sein sollten. Enslaving people of the dead fire is illegal. It's the selling of slaves from elsewhere that isn't. Das Versklaven der Einwohner des Trostfeuers ist illegal. Nur der Verkauf von Sklaven aus anderen Gebieten ist erlaubt. If we could free the natives who've been detained before they're carted outside of the dead fire, the illegal trade would be exposed, weakening the entire trade. Wenn wir die gefangenen Einheimischen befreien können, bevor sie aus dem Trostfeuer gebracht werden, würde der illegale Handel aufliegen und das ganze Geschäft geschwächt werden. Moreover, we'd ruin Ferrante's ploy with the slavers, whatever it may be. Außerdem würden wir Ferrantes Mannschaften mit den Sklaven
Machenschaften mit den Sklaven hinter vereiteln, was auch immer sie sein mögen. Sie grinst fies, wodurch sich die Narbe über ihre Wange verzieht. Ich werde tun, was ich kann. The natives, the illegal stock, deep within the fortress, kept from sight. There's routes to the inside, but most stand heavily guarded.